Rechts ist, wo der Daumen links ist. Eine alte Regel, die zwar stimmt, aber nicht immer weiterhilft. Politisch betrachtet zum Beispiel taugt sie nicht zur Orientierung. Da nützt es nichts zu wissen, wo genau der Daumen sitzt. Wichtiger wäre es, das Hirn zu finden. Egal, heute Abend versuchen Burschenschaftler aus dem ganzen Land zu klären, wo sie politisch stehen. Wobei es bei vielen, nicht bei allen, eher um die Feinjustierung zwischen rechts, weiter rechts und extrem rechts geht. Sven Klaas berichtet. Stuttgart am Nachmittag. Aus ganz Deutschland und Österreich kommen Burschenschafter zum außerordentlichen Verbandstreffen. Liberale Kräfte und der extreme rechte Flügel, sie sind zerstritten. Die deutsche Burschenschaft vor der Zerreißprobe, Trennung nicht ausgeschlossen. Schaffen wir es, die Extremisten aus unseren Reihen zu entfernen? Wenn dies nicht gelingt, wird das Ende der deutschen Burschenschaft in der derzeitigen Form sein. Für Streit sorgen Burschenschafter wie er, Norbert Weidner, hier bei einer Gerichtsverhandlung. Seine Kritiker werfen ihm unter anderem vor, dass er den NS-Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer als Landesverräter bezeichnet hat, das Todesurteil gegen Bonhoeffer als juristisch gerechtfertigt. Früher war Weidner in Neonazi-Organisationen, die mittlerweile verboten sind. Beim letzten Burschentag sorgte seine Wiederwahl als Verbandsfunktionär für einen Eklat und führte zum Abbruch. Liberale Burschenschafter wie Michael Schmidt wollten ihn damals wie heute loswerden. Sie drohen, den Verband zu verlassen. Es läuft sicherlich auch an der Konfliktschiene, dass wir uns nicht durch einzelne Äußerungen und Taten in die rechtsextreme Ecke stellen lassen wollen, die dann letztendlich leider auch mit dem Verband in seiner Mehrheit nach Hause gehen. Wir erhoffen uns, dass wir dagegen wirkungsvolle Mittel bekommen. Wie alle Burschenschafter tragen auch sie Uniform und Schärpe. Tradition ist ihnen wichtig. Im Vergleich zu extrem rechten Burschenschaften nehmen sie auch Mitglieder auf, die nicht deutscher Abstammung sind, wenn sie sich zur deutschen Nation und Kultur bekennen. Sie unterscheiden sich prinzipiell dadurch, dass sie diesen Rassismus und die Hinwendung einzelner Burschenschaften und Burschenschafter zum neonazistischen Spektrum entschieden verurteilen, sondern sie möchten eine eigenständige Position haben, die auf dem Boden, sage ich jetzt mal, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik steht. Also eher die staatstragende Variante, aber sicher auch am rechten Spektrum. Noch bis Sonntag verhandeln Vertreter von 100 Burschenschaften hinter verschlossenen Türen. Und die Anträge auf der Tagesordnung haben es in sich, reichen vom Ausschluss einzelner Mitglieder bis zur Auflösung des ganzen Verbandes. Und auch der Austritt einzelner Burschenschaften, wie der von Michael Schmidt, ist möglich.